So, wir kommen zurück zu The Town of Light. Wir haben jetzt genau an derselben Stelle wieder weitergemacht, wo wir in der letzten Folge aufgehört haben. Ja, ich weiß, es war ziemlich gemein. Aber wer weiß, wie lange es jetzt noch geht. Nicht, dass wir nachher hier wieder so einen ewig langen Part haben. Und das wollen wir ja auch nicht. Scheint mir nämlich wirklich so zu sein. Also vorzukommen, als wenn wir langsam dem Finale nahe kommen. Was ist denn jetzt passiert? Hat sich René jetzt wirklich umgebracht? Oder war das jetzt nur ein Gedanke? Ich hoffe nicht. Boah, das sieht immer so krass aus, ne? Ich mache viele schlechte Sachen. Ich sag nichts davon, aber Mama weiß trotzdem alles. Ein paar Bilder angucken. In der Schule lernt man viel und deshalb muss man hingehen, sonst lernt man ja nichts, oder? Muss halt die ganzen Bilder hier aufsammeln oder was ist los? Machen wir gehen jetzt auch mal hier lang und gucken. Ich bin nicht wie die anderen. Warum, Mama? Warum? Okay. Weiß nicht, was jetzt hier passiert. Tun wir uns jetzt gerade unsere Geschichte zusammen basteln, was dann unser Ende sein wird, oder was ist das hier? Doch immer hier so dunkel. Was ist das? Aber hier? Herr Onofrio ist freundlich und hilft uns. Wenn er nicht da ist, habe ich guten Grund, Angst zu haben. Okay. 4 von 17. Kann man hier hoch. Da müssen jetzt nicht wirklich alle finden, oder? Das ist ein bisschen viel. Vor allem, weil das hier so verzweigt ist. Und was sind das hier überhaupt für Tapeten? Meine Puppe Charlotte ist so hübsch. So lieb. René ist überhaupt nicht lieb. Doch, doch, René. René, du bist lieb. Ich glaube, dass sie ja diese ganzen eigenen Schuldgefühle haben das Ganze noch schlimmer gemacht. Glaube ich. Aber wer weiß das schon. Die ganze Zeit immer hoch und runter und jetzt geht's ganz weit nach oben. Alter. Ein schwarzer Vogel pickt sich Fressen aus meinem Kopf. Wie? Darum tut er auch so höllisch weh. Wie? Das ist eklig. Das ist richtig eklig. Haben wir jetzt hier wieder... Was? Wir sind jetzt wieder am Eingang. Ich fasse es nicht. Ich weiß aber gar nicht, ob wir jetzt schon mal hier waren. Ja, hier waren wir schon mal. Gehen wir wieder zurück. Gehen wir mal dem Gang da hinten lang. Was ist das hier? Don Gino weiß alles. Er spricht mit Gott, der ihm eine Menge Sachen erzählt. Was ist das für ein Ton, Mann? Der macht mir gerade richtig Angst. Er klingt zumindest nicht gesund. Eine Katze kriecht durch meinen Mund, frisst mich von innen auf. Keine sichtbaren Spuren. Na, wenigstens das. Wie? René ist höflich zu Don Gino, aber er macht mir immer Angst. Okay. Wieso macht er Angst? Also wieso macht er hier Angst? Was war das jetzt? War das jetzt der Nachbar oder so? Ich hab das jetzt leider schon vergessen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Gehen wir mal hier lang. Hier waren wir auch schon. Wo müssen wir jetzt hin? Fragwürdig, fragwürdig. Hier waren wir jetzt auch schon mal, jetzt gehen wir aber hier hoch, da waren wir nämlich noch nicht. Da waren wir schon. Da waren wir auch schon. Gehen wir hier in diesen bunten Bildern.
Da waren wir noch nicht. Meine Schulkameradinnen. Im Licht. Mhm. 10 von 17. Wo müssen wir jetzt hin? Langsam weiß ich wirklich nicht mehr, wo ich schon war und wo wir noch hingehen müssen. Halt wirklich alles gleich aussieht. Immer um jede Ecke hin und her. Oh, hier runter. Waren wir schon? Eieiei, ich bin jetzt hier gerade wirklich ein bisschen... Ne? Dieser Ton, der ist richtig grässlich. Da habe ich total Gänsehaut gerade davon. Warum wird es so dunkel? Hallo? Scheiße. Ich sehe nichts mehr. Auch keine Taschenlampe mehr. Was passiert jetzt? Weil wir jetzt nicht schnell genug die restlichen Bilder gefunden haben? Oder wieso? Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Das kommt mir so bekannt vor. War das nicht direkt am Anfang oder bin ich gerade total daneben? Es lädt. Was lädt denn da jetzt? Da bin ich jetzt mal gespannt. Ist das Spiel jetzt zu Ende oder kommt da jetzt noch was? Kommt doch bestimmt noch irgendwas, oder? Kann jetzt nicht Ende sein. Alter. Hallo? Nein, lasst mich in Ruhe. Das war grad... Diese Geräusche, die machen einen schon so ein bisschen fertig. Das hier? Sind wir jetzt schon wieder? Hier, an diesem Ort? Ach du Scheiße, es ist mitten in der Nacht. Wir sehen fast nichts mehr. Fahrstuhl. Werden wir jetzt etwa gerade verlegt oder was ist das? Das scheint also, wenn noch nicht, also dass wir uns noch nicht umgebracht haben. Oder ist diese Erinnerung schon so alt?
14? Ist das hier? 4. Mai 1942. Bei der Patientin gab es in der Vergangenheit Anzeichen von Suizidgedanken. Es blieb jedoch bei der Absicht. Gestern hat sie sich eine Schere mit der Spitze in den Bauch gestochen und dabei stark verletzt. Beruhigungsmittel verabreicht, festgebunden und in Einzelzelle verlegt. 10. Mai. Zur Beobachtung in die Abteilung unruhige Geisteskranke verlegt. Isolierzelle, Insulinkur. 25. September. Sie spricht gut auf die Kur an. Sie beantwortet Fragen und erinnert sich an das, was geschehen ist, will aber nichts erklären. Laut ihrer Angabe hat sie Gedächtnislücken. Es fehlen ihr ganze Tage, von denen sie nichts mehr weiß. Sie zeigt sich ängstlich, möchte beruhigt werden. Sie glaubt, monströse Dinge getan zu haben, in der Zeit, an die sie sich nicht mehr erinnert. Eieiei. Der Selbstmordversuch hat sie wohl noch überlebt. Wo sind wir denn jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Ich frag mich mal, wie wir in der Geschichte hier einfach herkommen. Alter. Das ist jetzt noch eine Etage höher, als wir schon waren. Wo müssen wir jetzt hin? Gucken uns erst nochmal um. Fehlt aber immer noch einen Tagebucheintrag. Ich hoffe, den finden wir noch. Also manchmal ist es schon nervig, wenn man so wirklich ewig langsam geht hier. Bin hier. 11. November 1942. Die Patientin spricht wenig, verweigert das Essen. Sie wird über Nasenkanüle ernährt. 2. Februar 1943. Der Mangel an Heizöl und Nahrungsmitteln fordert viele Opfer in der Anstalt. Der Krieg macht vor niemanden Halt. Noch nicht einmal vor diesen Irren. Obwohl sie noch jung ist, erkrankte auch diese Patientin wegen Kälte und Unterernährung. Hey. Zur Hölle, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ein Tonband. Hier drin lacht keiner. Ich meine so richtig fröhlich lachen. Nicht dieses Gelächter der Irren. Die lachen, weil man sagt, dass sie verrückt sind. Ich weiß aber eigentlich gar nicht, warum sie loslachen. Sie sagen ja, dass ich auch verrückt bin. Aber ich muss nie lachen. Vor einer Zeit haben die Leute über mich gelacht. Aber wissen Sie, die hatten ja recht. Man kann doch nicht immer nur weinen. Und dann lacht man eben, weil man Angst hat. Bestimmt, oder? Dein Pech. Sowas passiert mir nicht, zum Glück. Alles nur Gerede, um zu glauben, dass sie besser dran sind. Aber da braucht man nicht beleidigt zu sein, weil das stimmt. Weil es ist, als ob sie Mitleid hätten. Dann aber denkt man sich doch, lacht und glaubt, dass man besser dran ist, dass alles vorbeigeht, dass das hier ein Drecksloch ist. Das hier ist ein einziges Drecksloch. Sie wollen doch nicht behaupten, dass es nicht stimmt, oder? Sie sind intelligent, gebildet, nicht wie ich. Und wenn ich merke, dass es hier ein einziges Drecksloch ist, dann haben Sie es doch schon längst begriffen. Nein, stimmt nicht. Nein, nein, nein. Mir geht es gut hier, wissen Sie? Eigentlich kann ich hier machen und sagen, was ich will. Okay. Gehen wir mal weiter. Als ob ich hier so von Raum zu Raum gehen muss. Ich geh mal kurz ans Telefon, weil das nervt mich ein bisschen. Naja, ich komme ja schon. Ich bin nicht so schnell, ich bin eine alte Frau. Alter. Und das war's jetzt? Was ist das jetzt hier überhaupt? Ui.
Schlange ist. War wohl nichts so Besonderes. Ja, mal hier durch diese Tür durch. Verschlossen. Sonst hier ist so viel, wir können sie einfach alle zerstören. Warum macht das keine? Sag nicht, dass wir jetzt. Was war denn das hier für ein Anruf? Wir wurden doch hier gerade hergelockt. 28. August 1942. Mitteilung über den Tod von Ada T., Mutter von René T., einer Insassin ihrer Anstalt. Angehörige unbekannt. Hochachtungsvoll Onofrio P. Für mich gibt es niemanden mehr. Die Einsamkeit ist eigenartig. Sie macht alles zu gedämpft, so langsam. Ein Schrei ohne Ende und ohne Ton. Ein lautloser Schrei. Ich kann den Blick nicht mehr von mir abwenden. Ich werde hier nie mehr rauskommen. Da draußen gibt es niemanden mehr für mich. Diese Wände sind meine Haut geworden. Und die jämmerliche Verzweiflung hier drin ist meine stimmlose Seele. Hier weint niemand mehr. Wie gern würde ich etwas fühlen. Leben, Verzweiflung, Wut. Ich habe keine Träume, keine Tagträume und Gedanken mehr gehabt. Ich habe in einer Wirklichkeit gelebt, die mich innerlich zerfressen hat, mir alles genommen hat. Auch die Fähigkeit, Schmerz zu fühlen. War das jetzt unsere Mutter, die verstorben ist? Krass, krass, krass. Geht's jetzt runter? Ich will vorher nochmal gucken. Irgendwas noch machen kann. Okay. Hoch oder sowas? Nicht wirklich. Warum ist hier eine Tür? Na gut. Gehen wir mal weiter. Jetzt wieder runter. Hier war das. Wo gehen wir jetzt hin? Wir haben ja nichts mehr. So sagt sie es zumindest. Irgendwas? Nein. Diese Türen, die sich öffnen, die leiten uns jetzt gerade raus. Wir folgen einfach. Können wir hier jetzt rausgehen? Scheint nicht der Fall zu sein. Wo müssen wir jetzt hin? Dort, dieses Loch hinein? Aber was ist das denn jetzt hier für ein Gebäude? Das ist doch was ganz anderes, oder? Das kommt mir so unbekannt vor. Wo sollen wir jetzt hin? Ist auch noch eine Tür. Ist das hier der Hinterhof oder so? Ja. 5. Mai 1943. Renés gesundheitlicher Zustand ist gut. Sie isst und spricht. Räumliche und zeitliche Orientierung in Ordnung. Kur abgesetzt. 3. Dezember. Sie bittet berechtigterweise darum, die Heilanstalt verlassen zu dürfen. Beurteilung der Patientin dauert 6 Monate. 2. Mai 1944. Entlassung verweigert, trotz Befürwortung des Psychiaters. Die Patientin verfügt weder über Wohnung noch Unterhalt. Ja, wie denn auch? Man kann sich ja um nichts kümmern, wenn man hier eingesperrt ist. 4. Mai. Dass eine Entlassung unmöglich ist, wird ihr erklärt. René erfährt so, dass ihre Mutter vor 2 Jahren gestorben ist.
Alter. 5. Mai. In der Nacht hat sie versucht, sich mit einem Laken zu erheben. Sie wurde von einer Krankenschwester gefunden und konnte gerettet werden. Was ist das? Alter. Sie ist am Bett festgebunden. Jedoch erneuter Suizidversuch durch Ersticken. Es wurde eine Entscheidung getroffen. Transorbitale Lobotomie. Bedeutet das jetzt? Folge hat jetzt auch Überlänge, aber ich glaube, das werden wir jetzt durchziehen. The End. Habe ich gerade als Errungenschaft erhalten. Jetzt nur nicht gesehen. Alter. Die Hirnoperation oder Lobotomie verbreitete sich sehr schnell in Italien. Vielleicht früher noch eine. Ach man. Oberhalb der Augenhöhle wurde in den Schädel eingedrungen, um die Frontallappen zu erreichen, um anschließend mit einem Werkzeug oder durch das Injizieren von Alkohol die Formalien in nervenfernen Regionen abzutöten. Im Gegenteil zu dem, was normalerweise angenommen wird, hatte die Eingriff nicht immer negative Folgen für die Patienten, wenn diese sehr häufig vorkamen. Moniz erhielt 1949 den Nobelpreis für Medizin. Seine 50er Jahren, das sind die... Alter Junge, warum ist das alles so schnell? Das jetzt unser Ende der Geschichte? Was passiert hier jetzt? Jetzt werden wir jetzt erst operiert oder? Meint so. Diese Augen. Was? Alter, die sind alle so gruselig, Mann. Geht weg von meinem Gesicht. Atmen wir mit einem Gerät oder wieso klingt das so komisch? Sind wir wohl eingeschlafen? Und wurden wohl schon operiert? Nee. Passiert jetzt. Alter, nein. Alter. Da. Was macht der da? Juni 1944. Gronkh! Die Operation ist gut verlaufen. Die Patientin ist ruhig, orientiert und bereitwillig. Bewegungskoordination gering, aber auf dem Weg der Besserung. Verlegt in die Abteilung ruhige Geisteskranke. Behandlung durch Dr. C. 25. Oktober. Sie redet immer noch von Amara und ihrer Puppe Charlotte. Anzeichen für eine leichte Besserung der gestörten Bewegungskoordination. Das Gehen fällt ihr schwer. Sie kann aber schreiben.
Laut Bericht der Krankenschwestern benötigt sie Hilfe beim Anziehen, Waschen und Essen. Im Sommer 1944 ist René in meine Abteilung zurückgekehrt. Geringe Bewusstseinsklarheit. Sie ist gleichgültig und spricht kaum. Einmal hat sie gesagt, wenn ich den Mut habe, in den Spiegel zu sehen, sehe ich ein junges Gesicht, das alt geworden ist und mich ängstlich anschaut. Sie ist völlig verändert, wenn ich an das Mädchen denke, das ich vor einigen Jahren bei mir in Behandlung hatte. Nur die Traurigkeit ihres Blickes und ihre Intelligenz sind unverändert geblieben. Sie ist noch so jung, erst 23, aber sie hat keine Lebenskraft mehr. Kann es sein, dass sich ihr Zustand bessert? Wohl eher nicht. Man hat ihr Leben einfach weggeworfen. Und niemand hat etwas getan, um ihr zu helfen, um all dies zu verhindern. An dieser Stelle werde ich jetzt auch einfach mal mit einspringen. Das Lied würde ich jetzt ein bisschen leiser gemacht haben. Und Alter, was eine krasse Geschichte. Boah, das muss man erstmal verdauen. Ich habe auch das Ende bei Gronkh gesehen und seins war halt ganz anders. Das ist richtig geil bei dem Spiel, dass man am Anfang so denselben Ablauf hat und dann Stück für Stück andere Entscheidungen trifft und somit später auch ein anderes Ende hat. Das ist krass. Und ich finde es richtig geil für einen Indie-Entwickler, dass er so ein Spiel auf die Beine stellt. Damit es hier auch ein paar Stunden Spielspaß gehabt. Es ist nicht viel, aber der Preis, der lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn ihr nochmal dieses Spiel spielen wollt, mit einer anderen Geschichte, dann seid ihr genau richtig und investiert diese paar Euro für dieses tolle Spiel. Ei, was ich richtig geil fand, erstmal, dass es überhaupt eine deutsche Synchro gab. Dann, dass es Pandoria gemacht hat und wo ich gar nicht daran geglaubt habe, ist, dass einfach Gronkh noch am Ende den Arzt spricht, der einzige Arzt war, der gehofft hat, dass wir hier wieder rauskommen. Das ist schon krass und hat der Arzt auch richtig gesagt. Das Leben von der René wurde einfach weggeworfen, ohne dass man etwas dagegen getan hat. Eieiei. Ich hoffe, es gibt jetzt keinen Copyright-Claim hier durch dieses
durch dieses Lied. Und nochmal vielen Dank an die Presseabteilung, dass ich die Erfahrung dieses Spiels hier erleben durfte und ihr seid mittendrin gewesen. Geil, geil, geil. Und ich glaube, es wird nicht mehr sehr viel kommen. Ich werde jetzt einfach den Mund halten. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr es fandet. Mich würde es wirklich interessieren. Und ja, wenn ihr mehr von dieser Art Projekten sehen wollt, oder auch andere Let's Plays, seid ihr hier auf meinem Kanal genau richtig. Es wird eigentlich alles geben. Sehr viel Abwechslung. Und auch so eine emotionalen Stories werden wir sicher noch irgendwann mal sehen. Genau. Da bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und ihr werdet das Ganze jetzt hier am Ende noch weiter sehen. Nur ich schalte mich jetzt ab. Sollte nochmal am Ende irgendwas kommen, melde ich mich noch einmal. Habt noch einen angenehmen Tag. Und bis zum nächsten Video. Ciao.